Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen, Freunde. Osterspecial, Retro-Pie-Problem. Was das genau ist, gleich nach dem Intro. Oster Retro Pie Special Plus Gewinnspiel. Was bedeutet das? Nun, ich will es euch kurz erklären. Ihr wisst ja, ich habe ein Raspberry Pi Modell 3B Plus gekauft. Und naiv wie ich gewesen bin, habe ich gedacht, gut, Platine rinnen das Gehäuse und losdadeln. Aber nee, so einfach war es dann doch nicht. Und ich möchte gern ganz kurz und knackig euch erklären, wo das Problem ist, weil ich habe selber ungefähr einen halben Tag dafür aufgewendet, um das Problem zu lösen, um erstmal auf das Problem zu kommen, was es ist, weil, ja, ich werde es euch ganz kurz zeigen. Ja, ich habe mein RetroPie in diesem Nespi Case eingebaut und eingeschaltet und ging erstmal nix. Dann habe ich ihn aufgemacht und nochmal eingeschaltet und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Die rote Power-LED ist am Leuchten. Ja, wenn man jetzt im Internet rumsucht nach diesem Phänomen, trifft man immer wieder auf die Lösung, holt euch ein neues Netzteil, weil das Blinken dieser Power-LED bedeutet, das Netzteil bringt zu wenig Power. So, gesagt, getan. Ich habe mir das Original Raspberry Netzteil gekauft und angeschlossen und siehe da, dasselbe Problem. Nun habe ich gedacht, okay, es ist Platinenfehler, was eigentlich beim Raspberry fast nie passiert. Und ja, Platine ausgetauscht, eingebaut, Freude herrscht und nee, Freude herrscht noch immer nicht. Platine blinkt nach wie vor rot. Ja, Freunde, Problem ist gewesen, ich habe dann gedacht, Mensch, das kann es jetzt irgendwie nicht sein, dass zwei Platinen dasselbe Problem haben. Anderes Image drauf getan und da ist mir dann aufgefallen, dass bei diesem Image die Lampe nicht geleuchtet hat und sich auch nichts getan hat. Ja, und habe dann mal angefangen, habe gedacht, okay, wenn zwei Platinen genau dasselbe machen, ich ein neues Netzteil habe, richtig, dann kann es nicht daran liegen, dass die Platine irgendwie im Arsch ist, sondern es liegt an einem komplett, es ist eigentlich relativ einfach, woran es gelegen hat, nämlich Raspberry hat hier doch andere Hardware verbaut, also sprich einen anderen Prozessor und die Architektur intern ein bisschen verändert. Und man kann mit dem RetroPie Image, also mit dem RetroPie, mit der Emulation Station, die es momentan nur zum Runterladen gibt, nichts anfangen. Jetzt habe ich gedacht, okay, ich habe hier jetzt so ein Pi3B Plus. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, um mit der aktuellen RetroPie Software irgendwie das gute Ding zum Fliegen zu bekommen. Und ich habe da mal ein bisschen weiter nachgeschaut. Es gibt eine riesengroße Anleitung und ja, im Prinzip ist die nichts für Amateure, sondern irgendwie für IT-Cracks. Ich bin zwar ein IT-Crack, aber kein Linuxer. Einfache Lösung. Ich habe dann weitergesucht und bin dann auf ein amerikanisches Forum gestoßen. Dort hat einer gesagt, hey, bei der Seite Arcade Punks, ich verlinke es mal hier unten, so Arcade Punks, da gibt es ein Image, das ist stretched und das läuft auf beiden Platinen, einmal auf dem B und einmal auf dem B Plus und ich habe es mir runtergeladen und siehe da, es funktioniert. Das heißt, Freunde, nicht aufgeben. Natürlich, euer Image, was ihr jetzt habt, funktioniert nicht. Es wird in der nahen Zukunft natürlich mehr Images geben. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll, meine Empfehlung, bleibt momentan auf eurem Raspberry Modell
baut da nichts um, bleibt auf euren Image. An die da draußen, wenn ihr euch in neuen RetroPie zusammenklöppeln wollt, dann empfehle ich euch, nehmt das 128 GB Image und nehmt euch das Modell B+. Ja, das war von mir diese kleine Geschichte mit dem Hilfe, mein RetroPie funktioniert nicht. Jetzt gibt es aber noch ein kleines Ostergewinnspiel. Moment, ich kram da mal was raus. Ja, ich habe noch ein nagelneues Special T-Shirt von der Gamescom übrig. Irgendwie ist das untergegangen. Moment, ich verstecke mich mal hinter dem Teil. Sieht so aus, ist eine Special Edition. Nagelneu, ungetragen. Das würde ich gerne verlosen. Was müsst ihr machen? Gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir irgendetwas in den Kommentaren rein, warum ihr dieses T-Shirt haben wollt. Ja, das Ganze läuft 2 Wochen. Jetzt wünsche ich euch und eurer Familie, euren Familien, fröhliche Ostern. Bleibt wie ihr seid. Ich bleib's auch. Wir sehen uns. Euer Tom.